dark, we stand apart, we never see that the things we need. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute gehen wir auf den Weihnachtsmarkt mit Bekannten und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Eigentlich habe ich gestern schon gefilmt, aber irgendwie ist es nichts geworden. Ich habe es dauernd vergessen und dann hatte ich doch keinen Bock. Und wenn man keinen Bock hat, dann wird es nicht gut. Und deswegen habe ich es dann gelassen. Ja, also wir haben jetzt schon 10:30. Wir suchen uns jetzt mal was zu essen, würde ich sagen. Sind seit ungefähr 8:30 wach. Langsam kriegt Finn endlich mal Hunger. Genau, und dann schaue ich jetzt mal, ob es Müsli gibt oder Brot. Die Auswahl haben wir. Oder Grießbrei. Mal schauen. Ja, ich bin mal wieder ungeschminkt und wenigstens habe ich mir noch extra die Haare gekämmt, bevor ich gefilmt habe. Das ist schon mal was. Und ich habe eine Zahnlücke, also ich kriege gerade voll die Zahnlücke von der Zahnspange. Es nervt mich mega, aber ich habe jetzt bald einen Termin und dann machen die es hoffentlich wieder zu. Das hatte ich bei meiner normalen festen Zahnspange nämlich auch schon mal und das geht wieder zu. Natürlich wäre blöd, wenn ich, also... Ich gehe ja nicht zum Kieferorthopäden, dass ich dann eine Zahnlücke habe. Ich habe mir jetzt ein Müsli gemacht. Hier ist es. Ja, mit dem Thermomix. Finn hat einen Toast bekommen, weil er liebt Toast ja einfach, ne? Schmeckt gut? Genau, und das lassen wir jetzt schmecken. Bis später. So ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt fertig gemacht. Also, ja, ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht und so. Und Finn hat auch schon seine Hose an. Wir haben jetzt 2:30 würde ich schätzen. Und müssen jetzt auf jeden Fall los, weil eigentlich wollten wir um 3 da sein, aber wir kommen ja eh nicht pünktlich, also damit muss man leben. Bei uns. Genau. Oh, ein Waschlappen! Der Finn hat einen Waschlappen. Waschlappen. Ja, super. Magst du dir den Mund abputzen? Soll Mama dir helfen? Nee. Oh, der ist ja ganz trocken. Den muss man erst noch ein bisschen feucht machen, Schatz. Ja, übrigens haben wir ein bisschen Weihnachtsdeko aufgestellt und so, wie ihr vielleicht seht, aber das Video über die Deko kam ja schon raus. Also nicht über die Deko, aber über die DIYs. Waschlappen, ja. Da liegt mein Lieblingskatzentier. Da ist Finns sämtliches Spielzeug mal schön rausgeholt. Ja, ein bisschen weihnachtlich halt dekoriert und da hängen ein paar Sternchen. Da hängt ein Engel, den habe ich mal Krabbelgruppe gemacht. Wir gehen auf einen Weihnachtsmarkt, der ziemlich in einem Kaff ist. Meine Haare sehen immer noch so aus. Ey. Ich habe schon Trockenshampoo rein und alles, weil die schon wieder so fettig aussehen. Nach einem Tag übel. Kann man nichts machen, habe halt blöde Haare. Ja, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich so ein kleiner Weihnachtsmarkt nur. Und mal schauen, was uns da erwartet. Ich war da noch nie auf dem. Genau, das werdet ihr aber dann sehen und ja. Da wir uns mit einem kamerabegeisterten Menschen treffen, filmt er vielleicht ein bisschen. Mal schauen. Seht ihr ja dann. Wer findet die Aufnahmen besser als meine. Ich sag's euch. Okay, also. Ich filme dann später wieder weiter. Bis dann. Jetzt haben wir 14:53 Uhr, kommen also auf jeden Fall nicht rechtzeitig, wie immer halt. Finny hat seine neue Mütze schon an. Er lässt sich endlich gefallen, Mützen zu tragen. Ist mega. Und ich habe so Hunger. Ich will jetzt was essen. Also wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt sind, dann suche ich mir als erstes was zu essen. Wir haben 8 Grad. Ja, haben trotzdem mal Finns Schneeanzug mitgenommen, falls es später kälter ist. Und der Nikolaus kommt um 17 Uhr. Und ich bin mega gespannt, wie Finn darauf reagiert, weil letztes Jahr haben wir keinen gefunden irgendwie. Und jetzt durch Zufall haben wir erfahren, dass der da hinkommt um 17 Uhr und um 18:30 Uhr. Und ich bin mega gespannt. Das werden wir auf jeden Fall filmen, also werdet ihr es aussehen. Jetzt sind wir jetzt schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe auch schon eine rote Wurst gegessen und Flammkuchen. Ja. Finn rennt hier gerade rum, war eigentlich schlecht gelaunt, aber jetzt geht's. Wie ihr hier im Hintergrund seht. Er rempelt Leute an. Genau. Und ich will auf jeden Fall noch Crepe essen und dann habe ich Muffins gesehen und vielleicht auch noch Waffeln. Mal schauen. Aber jetzt kommt erstmal der Nikolaus und das müssen wir auf jeden Fall filmen. Kerze, die darfst du bei uns daheim immer auspusten, gell? Ah, hier nicht, Schatz. Guck, der Papa isst noch. Wir machen die immer, also die steht bei uns auf dem Esszimmertisch und wir machen sie immer an beim Essen und dann darf sie danach auspusten, wenn wir alle fertig sind. Genau. Und hier ist noch jemand. Ein Rentier. So. Ja. Ist mir egal. Natürlich hat er rote Nase. Das ist Rudolf. Ja, das ist Rudolf. Das ist Rudolf, the Red-Nosed Reindeer. Und hier ist ein Weihnachtsmann mit dem Schlitten, der den Schneeberg runterfährt. Wann kommt der Nikolaus? Aber ich will den probieren, der sieht gut aus, der sieht schon gleich aus. Ja, der ist da irgendwo wahrscheinlich. Simon meinte, der läuft hier durch. Müsste jetzt eigentlich demnächst hier vorbeikommen. Okay? Ich denke, dass er da vorne irgendwo anfängt, aber wo? Genau. Auch mal? Ey, das ist so Lebkuchenmäßig, schmeckt echt gut. Lebkuchenmäßig schmeckt echt gut. Sollen wir beißen? Das ist kein Eis, Schatzi. Hallo. Was machst du? Bier. Prost. Trinken. Können wir das dann noch hinten rauslaufen, oder? Schmeckt es der Mami auch? Mega. Noch mehr Tee? Leute, hältst du mal aus? Prost! 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 Guck mal, was der Nikolaus dabei hat. Guck mal. Sag mal hallo. Hallo, kleiner Mann. Hallo, Winke, Winke. Super. Guck mal, da hinten ist der Nikolaus. Hallo. Da ist der Nikolaus. Der sieht gar nicht, wo geredet wird. Hallo. Hallo. Wie ist denn dein Name? Sag Finn. Finn! Du hast auch noch nichts von mir bekommen. Okay. Okay. Ja. Dann bekommst du auch was von mir. Sag Dankeschön. Sag danke. Super, gut gemacht. Ui, toll. Oh, lecker. Ha? Dankeschön, lieber Nikolaus. Gehen wir weiter. Jetzt müssen noch andere Kinder hinfinden. Ja. Ja. Sag tschüss. Tschüss. Da? Das ist deins? Das ist ja nervig. Da hast du was Schönes vom Nikolaus. Ja, sogar Kinderschokolade. Toll. Nikolaus ganz neidisch. Ja, Feuer. Ja, das ist heiß. Das ist der Simon. Woo. Mach mal. Auf meiner letzten Tupperparty gab es. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir waren gerade noch beim Aldi, weil der Finn hatte keinen Toast mehr und es wäre der Weltuntergang, wenn der morgen keinen Toast essen könne. Und noch ein paar andere Sachen. Und jetzt geht's heim. Finn wird ins Bett gebracht. Paddy darf arbeiten. Und ja, ich denke, das war's dann auch. Mal schauen, ob ich nachher noch ein bisschen was filme, aber ich glaube, ich mache auch nicht mehr viel. Übrigens ist das hier im Finn sein Nikolausgeschenk gewesen. Ein passendes Buch, er liebt nämlich Bücher über alles. Und er sucht sich jetzt eins aus. Ich habe ihn jetzt im Turbogang fertig gemacht, dass der Papa ihm noch eine Geschichte vorliest. Ja, super! Finn sucht ihm mal ein Buch raus. So. Finn hat jetzt eine Weihnachts-CD drin. Was machst denn du da? Such dir ein Buch raus. Buch? Welches Buch magst du mit dem Papa lesen? Papa. Ja, welches? Welches Buch? Von da oben eins? Ja. Welches? So, Fien ist jetzt im Bett und ich habe vor ein paar Wochen, ist es schon her, glaube ich, ein paar Fragen bekommen. Die ersten an mich, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, von die Fröhlichs. Und zwar hat sie gefragt, wie alt wir sind, und ich beantworte die ganzen Fragen jetzt einfach mal. Und ja, also ich bin 25, werde aber im Januar 26 und Paddy wurde im September 27. Wir haben eine Wohnung, also wir wohnen in einer Wohnung, die wir ziemlich günstig bekommen haben, und die ist leider viel zu riesig. Wirklich, man hat so viel zum Aufräumen hier. Ist nicht mehr schön, also einfach zu groß für 3 Leute. Das war noch... Genau, wie wir Weihnachten feiern. Also es ist geplant, dass wir an Weihnachten, also wirklich an Heiligabend, gehe ich einfach mittags zu meiner Mutter zum Kuchen und Kaffee mit Finn und machen da so eine kleine Bescherung, und dann abends sind wir wieder zu Hause, und bis dahin hat Paddy den Baum, also die Geschenke unter den Baum gelegt, und dann hat Finn da nochmal Geschenke und nochmal Bescherung, und dann essen wir was und dann war's das. Genau, und am nächsten Tag geht es dann zu Paddy, seiner Mutter, und dann wird da einfach nochmal gefeiert. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir nach Halle fahren zum Paddy, seinem Papa, und ja, dann gibt es da vielleicht auch nochmal was, mal gucken, wie das dann ist. Wir haben noch nichts richtig ausgemacht, aber würden da halt gerne mal für ein paar Tage noch hin, dass die ihn Finn auch mal wiedersehen. Wir haben ihn zum letzten Mal gesehen, da war er, glaube ich, ein halbes Jahr alt, und jetzt wird er bald 2. Und dann könnte es auch sein, dass Finn dann seinen 2. Geburtstag da feiert. Je nachdem. Kommt es auch drauf an, ob wir mit meiner Freundin wieder Silvester feiern oder nicht. Wenn nicht, dann gehen wir eben so lang dahin. Gott, ich sehe so furchtbar aus. Ich bin total zerfleddert. Also der Tag heute war wirklich cool, aber ich bin total platt. Dabei sind wir echt nur ein bisschen rumgelaufen. Also ich bin wirklich gar nichts mehr gewohnt. Das ist echt richtig übel. Ach ja, genau, was wir ihm schenken. Finn bekommt eine Holzküche. Eigentlich wollte ich ihm die vom Ikea kaufen. Und die gibt es ja auch, glaube ich, zu Weihnachten immer im Sonderangebot. Aber das Problem ist, dass die anscheinend ganz, ganz schnell weg sind. Habe ich im Internet gelesen, also haben wir es lieber gelassen. Und zufälligerweise gab es jetzt im Aldi Süd auch eine. Und die haben wir jetzt eben geholt. Und die ist auch wirklich hübsch und auch aus Holz. Also auch kein Plastikschrott. Also das kriegt er erstmal. Dann haben wir wieder so eine Amazon-Geschenkeliste gemacht. Und... ja, da darf sich einfach jeder Verwandte, wenn er nicht weiß, was er schenken soll, einfach da was raussuchen und kaufen. Und was übrig bleibt, kriegt er dann von uns zum Geburtstag. Auf jeden Fall ist da so ein kleiner Rucksack dabei, den er auch später im Kindergarten dann haben soll, der richtig niedlich ist. Den zeige ich euch dann auf jeden Fall. Generell wäre mal die Frage, ob euch interessiert, was er geschenkt bekommen hat. Ob ich das abdrehen soll oder zeigen soll. Und ja... genau, also auf jeden Fall diesen Rucksack, den kriegt er auf jeden Fall, wenn der jetzt nicht gekauft wird. Es ist ja seine Geschenke und Geburtstag. Es ist ja seine Weihnachts- und Geburtstagsliste, weil er ja nur 6 Tage später Geburtstag hat, leider. Das ist halt echt doof, der wird da mit Geschenken überhäuft, man kriegt das ganze Jahr nichts. Das ist immer richtig blöd, dann kann man sich auch nicht wirklich was für den Sommer wünschen, oder könnte man schon, aber ach, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Genau. So, das ist so geplant, was er so geschenkt kriegen soll. Und ich und Paddy, also sollen uns eigentlich nichts schenken, aber ich habe schon wieder mitbekommen, dass der mir irgendwas schenkt. Weil eigentlich der Thermomix, den wir jetzt haben, der war ja wirklich teuer genug. Und deswegen haben wir gesagt, wir schenken uns nichts. Das ist unser Geschenk an uns, weil ja, hat ja wirklich genug gekostet. Und aber ich habe schon wieder mitbekommen, dass ich was kriege. Ich habe leider nichts für ihn. Ja, genau. Ich werde jetzt nicht mehr viel machen. Ich werde mir vielleicht noch irgendwie was zu essen machen. Mal gucken, weil ich habe schon ganz schön reingehauen auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich habe ja einen Flammkuchen gegessen, eine rote Wurst. Dann habe ich noch 1,5 Muffins ungefähr gegessen. Und einen Kaba getrunken und 2 Punsch und so. Und das war eigentlich genug. Und deswegen braucht es nicht mehr so viel sein. Aber ihr wisst ja, ich mache ja eh keine Diät im Moment. Hört ihr die hungrigen Katzen? Ja, die Katzen sind auch da. Ja, und dann beende ich den Vlog jetzt einfach hier mal. Ich hoffe, er hat euch gefallen. ja, mal die Weihnachtsmarkt-Edition. Und bis zum nächsten Mal.